Mann, Tiny, was machst du denn da? Freunde, wir sind wieder back zu Donkey Kong 64. Yay, Part 11. Und rein in die gute Stube. Ich will jetzt das Ding hier oben machen. Kurze, knappe Begrüßung. Oh, ich hoffe, die Kristallkokosnüsse reichen. Schneller, Mann! Schneller und einmal Musik auf der Riesenplatte. Man ist halt eine Hebebühne. Blümchenmodus und da kommt auch schon der Folie an die Folie. Wenn wir klein sind, kann der uns nämlich mitschleifen. Kreisch, Mann, halt dich fest, los, fest. Flieg mal schneller, hallo. Okay, ich brauche auch offensichtlich keine Kristallkokosnüsse. Das hat natürlich was sehr Gutes. So, und abgesetzt. Und dann sind wir hier angekommen, Freunde. Hier können wir jetzt die erste Rutsche des Minispiels, des ganzen Spiels machen. Ich glaube, es gibt drei, aber ich bin mir nicht sicher. Du bist das Tiny, okay? Wenn du bei der Rutschpartie schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banana. Benutze Joystick, um zu steuern. Steuere nach vorne, um zu beschleunigen, nach hinten, um zu beschleunigen. Drücke A, um zu springen. Okay, los geht's. 3, 2, 1, go! Und den Vogel erstmal umgekillt. Let's go! Und Speed! Nein, nicht anecken. Und auch nicht runterfallen. So, erstmal gucken, wie ich da damals immer gemacht habe. Ich weiß, ich war immer relativ gut in diesen Dingern. Momentan in Führung. Yes! Win! Wow, Trap! Wow, scheiße! Oh, oh. Nein! Nein! Ich hätte nicht springen sollen. Gut, fail. Er ist ja gut, Mann. Hey, Tiny, Mann, schön in der Bahn bleiben. Ja, Mann, deine komische Schlangendick hat mich rausgeballert, Alter. So, jetzt normal, aber hier. Smack. Hey, bleib stehen, du Mistvieh. Boah, Assi, Alter. So, den darf man auch nicht berühren. Einfach überholen, ohne irgendwie anzudocken, weil der klaut einem sonst Münzen, die blöde Potsau. Speed! Ching, ching, ching! Wo, Trap! Wo, Geld! Geld! Und Geld! So, hier jetzt nicht springen, das wäre ganz kacke. Wow! Alter, bam! Ja, voll gegen die Wand! Nach links! Oh, hier muss ich langsamer werden. Das ist die böseste Kurve, glaube ich, auf der ganzen Strecke. Wow! Wow, und ich nehme mal links einfach, ja! Schwing, schwing! Oh Gott, wie lang ist denn die Strecke? Ich habe erst 40 Münzen. Oh Gott, ich höre hinter mir quietschen, die bis blöde Mistvieh. Trap zappen, wuhahepa! Wow, krass, Alter. Die Kurven hier sind ja mal richtig übel. Boah, nee, das ist die fieseste Kurve, definitiv. Und schwing, schwing, schwing. Schneller, Mann, Tiny! Nein! Mann! Lass mich doch mal! Ah, ja! Oh, Gewinner! Verlierer, Gewinner! Scheiße. Du bist besser als ich dachte. Hier ist der Preis, Mann. Wir haben ihn jetzt zwar ein bisschen mit Gewalttätigkeiten gefoltert, aber das hat er verdient, die wilde Potsau. Donkey Kong. Und ihr seht, Lenky muss noch definitiv aufholen. Er hat nämlich erst eine einzelne Banane. So, das wäre damit erledigt. Jetzt beginnt er hier die Uhr geguckt. Aber ich nehme an, ich habe jetzt so ca. 5 Minuten dafür gebraucht. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Wann ich denn den Part beenden muss. So, Lenky wollte ich mal holen. Der muss hier was aufholen. Hier fehlt noch ziemlich viel dem Kollegen. So, komm her, Kollege. Hier waren noch über Bäumen irgendwie Bananen für dich. Ganz komisch. Und zwar hier oben war das. Oh, hallo. Baum, danke. Bananas, danke. So. Einmal hier rüber geflogen. Wo haben wir denn noch mehr Bananen? Für den guten alten Lenky. Ich glaube, ins Lama-Haus muss er auch einmal rein, oder? Ja doch, definitiv. Da kommt er nämlich her und da sind noch Bananenballons gewesen und so weiter und so fort für ihn. Boah, noch mehr Bananen. Geh weg, du Krokomann. So, hier auch nochmal Bananen. Super. 44, wieder so eine Scheißzahl. Fuck. So, dann würde ich sagen, dudeln wir einfach mal hier rein.
Genau. Mann. Triff doch mal einfach. Boah, Lenky. Ha, zack. Ich wollte jetzt nicht in den Ego-Shooter-Modus gehen, weil es viel cooler ist, wenn man halt so trifft. Auch wenn ich mich gerade schon wieder bei Edson dämlich angestellt habe. Ach, schön. Donkey Kong 64 wieder da in einer. Das ist so geil. Ich finde es so jedes Mal so hammer, immer diesen Nostalgie-Faktor hier einzustellen. Huch, du, geh da weg. Ah, Mist. Oh, du Mist-Krokoman hier. Was? Oh. Wie geil. Einfach mal weggebombt, den Mistvieh. So, ich musste mich mit 1 teleportieren. Swoon. Habe ich die Blaupause eingesammelt? I believe so, ne? So. Sesam, öffne dich. Das war auch ein ziemlich cooles Spiel. Boah, das Spiel ist so voll von irgendwie obszönen Geräuschen. Ich will das auch dürfen. Aber ihr habt ja gesagt, rülpsen im Let's Play, das darf ich nicht, ne? Na gut, von mir aus. Ich bin ja eine höfliche Sau, habe ich ja erwähnt. So, da ist Bananen und da waren Münzen. Dududum. Ich glaube, in die Lava sollte ich allerdings nicht reinspringen. So, komm her hier. Hallo! Und hier immer bouncen und zurück. Und zapp. So. Da, 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 da. So, hier und zapp. Und zurückgebounced. Hepp. So, und dann würde ich sagen, immer Push-Up-Knöpfchen. Yeah. Und hier haben wir sie, die Kombo-Wand-Dingen-Gedönse. Ich weiß auch nicht, was der genau davon halten soll. Das ist aber ziemlich cool irgendwie. Pass mal auf. So. Yeah. Jetzt sucht euch also die Gleichfarbe. Es gibt immer 4 gleichfarbige Köpfe: 2, 4 blaue, 4 so eine komischen ganz grünen, 4 so eine komische mit braunen Kopf und unten grün und 4 gelbe. So. Von denen haben wir mal 2 die gleiche Kombos. Also ein bisschen wie Memory. Mal gucken, ich fange mal hier unten an. Ja, Mann. Joystick. Pichu! Okay, ein falsches Geräusch. Die Geräusche müssen hier mal zusammenpassen, sonst funktioniert das nämlich nicht. Pichu! Na gut. Und dann sind die letzten 2 gelben. Also 2 davon gehören immer zusammen. Also man muss hier nicht zwischen den Farben irgendwie hin und her probieren. Das muss man nicht. So, hier. Ja, genau, deswegen meine ich das. Boah, ich will das auch dürfen. Das ist unfair. Tut, tut. Das ist doch von Cranky's Lab hier, ne? So, warte mal hier. Tut, tut. So. Ein bisschen Zielübung mal machen mit dem komischen USB-Controller hier. Boah, richtig epic. So, warte mal hier. Wie geil. Boing. Das war der Gong von Didi. Oh oh. Ich glaube sagen, hier muss ich erstmal einen Koko killen. Ne? Hier, genau. Du wolltest aufs Maul, ne? Oh, Alter. Boah, rutscht ganz schön weit, Lenky, wa? Ist ein bisschen verkalkte Füße. Zack. Moink. Total geil. Die Geräusche sind aber Oberhammer. Warte mal hier. Warte mal hier. Ey, Furzen, Rülpsen, alles ist dabei hier. Jetzt so, hier. So, hier. Wie geil. Ich finde das so hammer, das Spiel. Das ist auch so richtig geil. Fabrikvertrag wird auch nochmal so weit kommen mit den, genau. Also, so ein paar Sachen erinnere ich mich auch, das Spiel ist richtig geil. Ich finde das Let's Play so hammer. Das macht mir viel Spaß. Weil es ja auch zum Teil einfach schon wieder, naja, so wirklich ein extremer Nostalgiefaktor ist von früher, ja, so. Mal ein bisschen Collecting hier, wir sind nämlich schon wieder ein bisschen out auf Munition und Kristallkokosnüsse. Das muss schon nicht sein, ne? Da lade ich mich doch gerne auf. Flip, 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 flip. So. Hat Lenky noch was zu tun hier drin? Ich weiß es echt nicht. Doch, eine Sache hat auf jeden Fall noch zu tun, das weiß ich noch. Zack. So. Das ist ein Donkey-Schalter, der passt nicht. Aber wo war was für Lenky? Der war, hier war doch irgendwo eine Posaune, ich weiß es doch noch. Außerdem weiß ich genau, was er machen muss. Und weggekommen. Ah, scheiße, waren die Bongos, Mist. Dann war es auf der anderen Seite. Tja, guck mal, Typi, huhu. Wird zu schnell für dich, haha. Loser. Ich will das mit den Händen laufen, geil. Das können die Orang-Utans ja wirklich. Ich würde das auch gerne können. Das wäre ein cooles Kunststückchen. Ausgewichen, eiskalt. So, du Typi, willst auch was hier? Kannst du vergessen, Mann. Ja. Erstmal Posaunenmucke. Der haut den Beat echt raus. Bäm. Donkey Kong. Oh, erstmal halt umgelegt, was nicht nidonalfest ist. Und die Hälse werden länger und länger. Und da oben erwartet uns ein Minispielfass. Und ich liebe Minispielfass. Ich finde die so toll.
Also richtig epic wird's in späteren Welten, da werden die Fässer nämlich zunehmend schwerer und dann wird's so richtig herausforderungsmäßig richtig geil. So, und der Einzige, der hier hochkommt, ist tatsächlich Lenky mit seinem Hup-Hup-Hup-Modus. Und wir kriegen das Krötenkarussell. Naja, ist jetzt nicht mein Lieblingsminispiel, aber schon ganz cool gemacht irgendwie. Die Schildkröten drehen sich. Wenn du die Schlangen mit Melonen fütterst, drücke... was? Achso, ja, naja, falls haben die irgendwann... Boah, wieder keine Mucke, Alter, ist das unfair. Na? Boah, Alter. In der Mitte muss man einmal zum Nachladen, sonst funktioniert der Salat hier nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier füttern, was geht, Alter. Zack, zack und zack, zack, zack und zack, 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 zack und... Ist ja scheiße ohne Mucke jetzt, Alter. Finde ich jetzt doof. Gut gemacht. Boah, Alter, das drückt aber richtig in die Ohren. Der pfiff gerade, also ich habe gerade ein bisschen leid gemacht, Entschuldigung. So, und wir kriegen eine goldene Banana und die dritte gleich hinterher. Yes! Ah, wow, hopp! So, ist jetzt noch mehr für Lenky hier? Ich glaube schon. Und zwar tauchen. Tauchen, los, du musst in dein eigenes Heim, weil hier waren noch Bananenballons. Ballons. Oh, Kristallkokos musst du geil einsammeln. Meine, dankeschön. Tschaboing, tschaboing, tschaboing. So, hier waren noch... Ah, genau, ich wusste doch. Und gut, okay, so treffe ich vielleicht nicht. Ah, gut. Ah, ich sehe schon, Lenky hat schon ein paar verfüttert. Der hat nämlich 69 und hat aber schon die Bananenmedaille. Die kriegt man ja meist ab 74. Wie viel hat er denn ursprünglich jetzt? Vielleicht hat er doch eine... Ah, 80 Bananen. Und genau deswegen füttere ich eigentlich ungern nicht, bevor die Kongs nicht 100 haben, weil dann immer so eine komische Zahl manchmal da rauskommt, wenn man so 11 abgibt oder so. Wow, hopp! So, da haben wir jetzt schon 3 Bananas und 20 fehlen noch. Hier drinnen dürfte erstmal nichts weiter sein. Aber eine Sache gibt's bestimmt noch zu erledigen, oder? Weil Donkey muss ja auch noch was machen hier, ne? War doch Donkey-Mucke irgendwo. Oh, na gut, dann nehme ich halt die 1. Und da war, glaube ich, auch noch eine Fee abzufotografieren, oder? So. Donkey! Eine Donkey, hab ich gesagt, Mann! Los, ab ins Fass, Donkey, danke. Ja, sehr gut. Oh. Schon hat er den Lenky Portal geschlossen, weil das muss ich auch nochmal drücken hier. Einer der Knöpfe hat nämlich nicht gewirkt irgendwie. Der war wieder zu. War doof. So. Mal gucken, das dürfte eigentlich das Außen. Ja, genau, das Ding da sein. Das müssen wir auch noch machen. Huch. Das sind auch noch bei. Entschuldigung, Bananas. So. Aber hier war auch noch eine Kongplatte. Habe ich die schon gemacht? Muss ich die machen? Ich glaube eigentlich, dass die Kongplatte war, um das Lama aufzuwecken. So, aber irgendwas war für Donkey hier noch. Ach genau, ich wollte mal gucken, ob ich da hinten die Bananenfee abfuhre. Nein, ich könnte so lang gehen. Bunkerschelle! Weil ich glaube, ich hatte nämlich noch nicht das Foto gedönsdings. Ah, genau. Komm her. Fail! Boah, Alter, ich hasse es. Ja, man sieht da eh nichts drauf. Oh Mann, ey, ich hab's doch erwischt. Oh, vielleicht 2 Millisekunden zu spät, ist unfair. Ah, ich hatte doch gerade auf Visier, warum ich nicht B rückt, ich blöd, Mann. Boah, Alter, bist du schnell. Oh, mein Joystick ist auch schnell. Ha, erwischt. Peng in die Fresse. Swing. Geil. So ein schöner, sanfter Swing-Sound, dass man auch richtig gemacht hat. So, 25 Kristallkokosnüsse, super aufgeladen. Das ist genial. So, ich glaube, ich habe jetzt wirklich soweit alles gemacht. Dann wäre das da. Das habe ich dann. Ja, ich habe ja alte Macht soweit. Dann verpissen wir uns. Ich nehme Donkey Kong einfach mal mit. Rolling Stones oder eher Rolling Affe. So, Rolling Monkey. Ah, Donkey hat genug Körper, was er mit der rollen kann, ne? Ist ja so. So, patsch, voll in die Fresse hier. So, dann geht mal so rum. Ja, ist auch scheiße. Immer muss ich durch den heißen Sand. So, und jetzt müsste hier irgendwo so ein Unbesiegbarkeitsfass sein. Hier, geh weg. Kuschmann hier, Stinkefüßchen ins Gesicht, Mann. Friss meinen Schuh. Schwing. So, Zeit für den Unbesiegbarkeitsdonkey mit Glitter-Glitter-Effekt, der irgendwo aus dem Barbie-Magazin kommen könnte. Aber, naja, wurscht. Oh,
Oh, hier ist noch ein... Hä, hier ist ein Diddy... Ah. Ein Bananafass. Und Chunky Münzen sie auch noch. Boah, alte Scheiße. So. Kristallkokosnuss aufgefüllt und rein ins Fässchen. Mal gucken, was haben wir denn hier für ein Spiel. Ich hab irgendwie so eine Vorahnung. Oh nein, wankende Wachen. Oh nee, genau das war das Spiel. Schleiche durch das Labyrinth hin zur Zielflagge, Freunde. Also, psst, ganz ruhig. Wir müssen leise sein. Boah, ich sehe gar nichts auf dem Emulator gerade. Hilfe, kein Licht. Boah, ich bin Gamer, ich vertrag kein Licht, Mann. Wo geht's da hinten hin? Boah, Alter, krass. Boah, Sackgasse. Boah, fick dich doch ins Knie, Alter. Nein, düb, düb, düb. Klopp, klopp. Ja, der Kopf ist richtig hohl, Alter. Boah, wie episch. Oh, nee, ey. Oh, ich hasse dieses Mini. Das ist eines der schlimmsten Minispiele, finde ich. Neben, was waren das noch immer hier? Diese, wo man mit dem Melonen in so einem Achterrad von oben herauf die komischen Kremlins abschießen musste. Oh, da Scheiße. Boah, wie seht ihr denn aus, Alter? Er rülpst erstmal da in sein komisches Walkie-Talkie, sagt man ja. Welcome to Bonus Stage. Welcome meinen Fuß in die Fresse, du Blödopfer, Alter. Hass dieses Spiel. Das ist so ätzend. Boah. Ich roll jetzt einfach durch, weil der driftet jetzt nach links irgendwie ab und dann kann ich hier durchrollen. Rolling. So, muss ich jetzt nach rechts oder nach links? Ich weiß jetzt echt nicht. Das ist die Ziellinie. Ja, Ziel erreicht. The target is arrived. Arrived, naja, ihr wisst schon. Aber war bestimmt jetzt falsch, total grammatikalisch und so. Banane, geil. Und für die dritte Banane kriegen wir etwas ganz Bestimmtes, Wichtiges. Yeah, mein Donkey rast nicht so aus. Und zwar die Fünferplatte. Ich glaube auch schon fertig aktiviert. Ne? Genau, jetzt kann ich nämlich mit Didi hin und dann seinen Ballon abschießen. Eigentlich könnte ich die... Wo bringt mich die 5 eigentlich hin? Hä? 5? Achso, draußen, der war auch super. Dort gefällt mir. So, dann brauche ich mal Didi. Wo ist denn der? Da hinten ist so ein Bananenfass hier, so ein Tauschfass, ne? Donkey, mach hin, Mann! Ja, ja, kläff mir nicht an. Sehe ich aus wie ein Baum, den du anpissen kannst oder so? Das ist ja ätzend hier. So, Didi, komm mal mit, der kleine, schnelle Flinke. La 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 la. So, whip! Boah! Erstmal einen Arsch verbrannt oder die Füße oder whatever. So, 5 benutzen. Benutzen. Danke, dass er benutzen versteht. Das ist wie die Katzen, ey. Die sind auch immer tot eigensinnig. Paff, zack. Aha, komm schon. Boah, triff. Na, endlich. Da könnte ich mal wieder ein Thema anschneiden, ne? Seid ihr denn eigentlich Katzen- oder Hundemenschen? Das würde mich mal wieder mal interessieren. Ich weiß, ich bin furchtbar neugierig, aber... Also bin ich halt, ne? Das ist meine Art. Dum, 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 dum. Und ich muss den Partial beenden, ich habe aber gar keine Lust drauf. Das ist voll ätzend. Was? Ich bin ja eher der Katzenmensch, weil, naja, Katzen sind süß und sabbern nicht. Okay, dafür kacken sie dir irgendwo einen Garten, wenn du einen hast. Oder man muss eine Katzenkuh machen, das ist auch nicht immer das Sauberste. Hunde muss man hingegen Gassi führen. Da gibt's ein Für und Wider, das könnte man stundenlang anführen. So, und in dem Part geht's dann mit den 5 Türen hier weiter. Die müssen wir auch noch machen. Ja, darf ich nicht vergessen. Hier gibt's für jeden noch eine Banane. So, die habe ich gut gemacht. Schön. Dann würde ich sagen, im nächsten Part rocken wir die 5 Dinger hier durch, Freunde. Was sagen wir? Oder? Wollen wir das erste schon mal reingehen? Ja, doch, wir gucken mal rein, wa? Ha, geil. Push das Knöpfchen und let's open the Luke. Und renn da in die gute Stube. Das Ding bestätigt ein altes Nintendo-Klischee. Und zwar, die Gebäude sind innen immer größer, als sie von außen aussehen. Das ist ja wieder bei der Zitadelle der Zeit, ne? Noch komm ich auf Timer und friss meinen Schwanz, Alter. Oh mein Gott, welche bedrohliche Musik. Wo bin ich hier gelandet, Mann? Da geht's weiter, da will ich nicht hin. Da hinten geht's mir auch noch wohin und ich will wissen, wo es da hingeht. Oh mein Gott, was ist das? Klick, 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 klick. Ja, was? Danke für eine Münze und eine Kokosnuss und was nicht alles. Und ein bisschen Energy, die ich anscheinend gebrauchen kann, weil ich irgendwie getroffen wurde. Alter, boah, die Mucke ist so episch. Ich finde überhaupt die Atmosphäre in Untermalung in Donkey Kong 64 übelst geil. Ich kann ja den Shooter neu brauchen. Zack. So, links oder rechts? Was sagt ihr? Oh, da ist ein Fetti. Oh. Puff. Zack. Oh Gott, nein. Boah, geh mir weg, Alter. Hier, frisst Banane, Orangen-Dingen, die Dönse. Oh, was, super. Twap.
und eine Münze noch und eine Kristallkokosnuss und alles schön eingecollected hier. Ey, das Spiel ist so sammelsüchtig, echt, das ist furchtbar. So, was ist denn der Fetti hier hin? Feuer frei bei uns! Hier hast du eine Bombe ins Gesicht, du blöd Opfer. Dankeschön. Orangen. Orange, wie die Japaner jetzt sagen wollen. So, Freunde. Also, würde ich sagen, im nächsten Part sammeln die Banane ein, weil das hat einen Hintergrund. Das zeige ich euch im nächsten Part. Bis dann wieder mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und so weiter und so fort. Sayonara und hast du nicht gesehen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ciao.